Über den bekannten Schriftsteller Mark Twain gibt es eine Story. Und zwar begannen die Zeitungen zu berichten, er wäre gestorben. Und eine schrieb es von der anderen ab und allgemein wurde behauptet, er wäre gestorben. Nun, zu der Zeit befand er sich auf einer Reise nach England und als er in England ankam, trat er dort vor die Presse und sagte, die Berichte über meinen Tod sind maßlos übertrieben. Wie konnte er das machen? Ganz einfach. Er war da. Er war lebendig. Er war quicklebendig. Er stand da. Er war der Beweis. Dazu war keine weitere Debatte nötig. Dazu war kein weiteres Argument nötig. Der brauchte kein ärztliches Attest. Der brauchte gar nichts. Der brauchte auch keine Logik. Weil er war lebendig. Er stand da. Und alle Berichte, die das bezweifelt hatten und die behauptet hatten, er wäre schon tot, wurden mit seinem Auftreten Lügen gestraft. Weißt du was? Genauso ist es mit Jesus. Genauso ist es mit Jesus. Wenn du ihn nicht persönlich kennst, ihm sozusagen nicht persönlich gegenüberstehst und vielleicht denkst, er ist tot, dann mach doch einfach mal Folgendes. Sag ihm, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du lebendig bist, dann zeig dich mir. Offenbare dich mir. Bete einfach, Jesus, wenn du lebendig bist, möchte ich, dass du dich mir offenbarst, zeigst, mir persönlich begegnest. Ich will mich nicht auf die Meinung und die Berichte von irgendwo und irgendjemand verlassen, sondern ich will persönlich wissen, gibt es dich oder nicht? Bist du real oder nicht? Bist du erfahrbar oder nicht? Kann ich dir gegenübertreten oder nicht? Zeig mir, dass du lebst. Weißt du was? Gott hat keinen Stress damit. Er wartet nur darauf. Er wartet nur darauf, dass diese Frage kommt. Er will dir begegnen. Christentum, wahres, echtes Christentum, ist eine Frage der Beziehung. Es geht um die Beziehung, eine lebendige, intakte, persönliche, gelebte, reale Beziehung zu Gott, zum Herrn der Herren, zum König der Könige, mit dir. Und der Herr möchte dir persönlich begegnen. Millionen, ja Milliarden von Christen auf der Welt haben das persönlich erlebt. Und auch du darfst da hineingehen. Auch du darfst das erfahren. Wenn du vielleicht noch in der Schleife hängst, dass du denkst, der Herr ist tot, weil du falsche Nachrichten gelesen hast, weil du dich auf irgendwas verlassen hast, was du irgendwo mal aufgeschnappt hast, mach doch mal die Probe. Und ich bin ziemlich sicher, dass dein Leben sich verändern wird. Mach die Probe und entdecke, ob Jesus wirklich lebt. Und du wirst feststellen, Gott hat viel mehr für dich.